Angekündigt vom Fluglärm des Hubschraubers der Bundesluftwaffe landete der Bundespräsident Roman Herzog pünktlich 11 Uhr auf dem Wittstocker Bleichwald. Begrüßt wurde er von Bürgermeister Lutz Scheidemann, Bauminister Hartmut Meier, Bauamtsleiter Jürgen Pavlitter und natürlich von vielen hunderten Wittstockern. Wenn so ein Promi in unsere Stadt kommt, dann will man natürlich dabei sein, hörte man am Rande. Als erster trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Museumsdirektor Dr. Wolfgang Dost lotste seinen Ehrengast durch die Innenstadt an geschichtsträchtigen Bauwerken und durch verträumte Gassen der Dossestadt hindurch. Viel hat sich getan und man sieht, dass sich das Stadtbild verändert hat. Die Investitionen haben sich gelohnt und es freut uns, wenn wir sehen, wo unsere Fördermittel geblieben sind. In der neu renovierten Heiligen Geistkirche stellte Architektin Bärbel Kannenberg den Wittstocker Konsens vor. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen der Stadt klappte hervorragend. Herzog dazu: Das macht mir Mut, wenn vernünftige Menschen etwas anpacken. In der St. Marienkirche wurde der Gast von Superintendent Joachim Christoph empfangen. Jason Bruno überreichte dem Bundespräsidenten eine Sonnenblume, der zugab, eine gespaltene Beziehung zu dieser zu haben. Als Erklärung dazu sagte er: Wenn ich des Morgens durch die Lande fahre, an den blühenden Sonnenblumenfeldern vorbei, dann ist das schon ein schöner Anblick. Wenn ich am Abend nach einem arbeitsreichen Tag wieder heimkehre, dann drehen mir diese Gewächse einfach den Rücken zu. Und das ist doch nicht fair. Nach der Eröffnung zweier Ausstellungen traf man sich im kleinen Kreis zum Mittagessen. Geld habe er nicht im Gepäck, stellte Herzog klar. Dennoch ein offenes Ohr für die Wittstocker Wünsche. Nein, ich kann prinzipiell keine Hilfe leisten, wenn Sie meinen, dass ich in jeder Jackentasche einen Scheck mitbringe. Aber in vielen Einzelfragen, die heute angesprochen ist, werde ich helfen können. Oder in einer Reihe von Einzelfragen. Die werde ich nicht sagen. Denn man soll denen, denen man eine Zumutung entgegenbringt, das nicht vorher durchs Fernsehen mitteilen. Mit einem Stein aus der 2,5 Kilometer langen Stadtmauer, den der Wittstocker Bürgermeister als kleines Andenken dem Bundespräsidenten überreichte, ging es dann wieder zum Hubschrauber. Von offizieller Seite war man überaus zufrieden. Vielleicht hat Herzog den Wittstock-Besuch bei seinen vielen repräsentativen Auftritten doch schnell vergessen. Als Erinnerung daran sollte ihm da nicht der Stein der Stadtmauer auf die Füße fallen. Aber keine Angst, den hatte man ja gut gesichert und die Bodyguards sind für besonders gefährliche Situationen ja auch noch da. Die Wittstocker haben ja mich so freundlich begrüßt. Soll ich jetzt noch einmal die Wittstocker grüßen? Sie sollen jedenfalls nicht nachlassen.